Es tut mir unendlich leid, das sagen zu müssen, aber die Zeit der großen Konflikte scheint zurückgekehrt zu sein. Von der russischen Invasion in der Ukraine, über den Krieg in Gaza und den Annexionsbestrebungen Venezuelas bis hin zum Großkonflikt, der sich im Kaukasus zusammenbraut, oder der drohenden Invasion Taiwans und nicht zu vergessen die endlosen Scharmützel, Staatsstreiche und Kämpfe, die wir überall in Afrika erleben. Meine liebe Visualpolitik-Community, die Welt scheint in Flammen zu stehen. Und ja, wir alle könnten eine Verschnaufpause gebrauchen, doch die wird uns so schnell nicht gegönnt werden. Denn ihr wisst ja, was man sagt, Geld ist der Nerv des Krieges. Dieser uralte Satz, der gemeinhin dem römischen Philosophen und Politiker Cicero zugeschrieben wird, manche nennen ihn auch Cicero, erklärt aktuelle Nachrichten wie diese. 20. Oktober 2023. US-Hilfen für Israel und die Ukraine. Das ist der Inhalt des 105 Milliarden Dollar Pakets für die nationale Sicherheit, das Biden gefordert hat. 7. September 2023. Blinken in der Ukraine. USA kündigen 1 Milliarde Dollar an militärischer und ziviler Hilfe an. 29. Juli 2023. USA kündigen 345 Millionen Dollar Militärhilfe für Taiwan an. 7. Dezember 2023. Die festgefahrene Situation im Senat über die Grenzpolitik bedroht weiterhin die Hilfe für die Ukraine und Israel. Denn wenn es ein Land gibt, das die Kriegs- und Geldmaschine am Laufen hält, dann sind das natürlich die US of A. Und wie heißt es so schön? Wer zahlt, bestimmt die Musik. Um euch einen Eindruck zu verschaffen, in den letzten 4 Jahren machten die Militärexporte von Uncle Sam 40% aller weltweit gehandelten Waffen aus. Wie ihr seht, ist der Fluss von US-Rüstungsgütern in den Rest der Welt doppelt so groß wie der von Russland und 8-mal so groß wie Chinas Marktanteil. Wenn es etwas gibt, was die Amerikaner können, dann ist es, Waffen herzustellen. In dieser Hinsicht sind die USA einfach unschlagbar. Aber natürlich verkaufen die USA nicht nur ihre Waffen, sondern unterstützen damit auch verschiedene Kriegsanstrengungen. Sagen wir einfach, dass die Supermacht USA derzeit eine Menge Kriege führt, ohne auch nur einen einzigen ihrer Männer auf das Schlachtfeld zu schicken. Heute stecken die USA finanziell und operativ bis zum Hals in mindestens 3 großen Krisengebieten. Das erste brauche ich euch nicht zu erklären, das ist die Ukraine. Zweitens die Straße von Taiwan. Und drittens in Israel. Das Ergebnis ist, dass das Oval Office oder besser gesagt dieser ovale Druckkochtopf jetzt unter wirklich enormem geopolitischen Druck steht. Denn jeder dieser 3 Krisenherde braucht auf seine eigene Weise wirtschaftliche und militärische Unterstützung durch Uncle Sam. Und deshalb haben wir uns hier bei Visualpolitik ein paar Fragen gestellt. Wie können die USA diese 3 Kriegsfronten gleichzeitig aufrechterhalten? Wird der amerikanische Riese in der Lage sein, diese Kampagnen zu finanzieren? Und was genau kosten sie eigentlich? Heute werden wir hier auf Visualpolitik all diese Fragen restlos beantworten. Und zwar gleich nach der kurzen Botschaft unseres treuen Sponsors AG1. Denn schließlich hat er das heutige Video nicht nur mit seinem finanziellen Beitrag möglich gemacht, nein, er hilft weit darüber hinaus. Was ich meine? Nun, sicher könnt ihr euch vorstellen, dass dieser Job hier nicht durchzuhalten ist, wenn man sich nicht ordentlich in Form hält. Gerade in diesen dunklen Wintertagen, wenn die Sonne schon früh untergeht und viele von uns mit Müdigkeit kämpfen, ist es entscheidend, Wege zu finden, um energiegeladen zu bleiben. Und mir hilft sowohl meine Weihnachtskatze Angelina, als auch AG1, das aus jahrzehntelanger Forschung entstanden und bereits 52 Mal weiterentwickelt und optimiert wurde, während des ganzen Arbeitstages im Flow zu bleiben und meinen mentalen Fokus auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt. Um meinen Energiestoffwechsel in Schwung zu halten, unterstützen mich folgende Bestandteile meiner allmorgendlichen Portion AG1. Kupfer, Biotin, Pantothensäure, Thiamin und die Vitamine B12, B2 und C. Das ist nicht einfach so dahergesagt, sondern eine evidenzbasierte Tatsache. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann schaut euch doch zum Beispiel an, womit sich Joe Rogan fit hält, ebenfalls mit AG1. Auch in den Kommentaren unter unseren Videos schreiben uns immer wieder viele Zuschauer, die AG1 ausprobiert haben und sehr zufrieden damit sind. Okay, damit eines klar ist, ein Nahrungsergänzungsmittel ersetzt keine ausgewogene Ernährung, deswegen heißt es ja nur Ergänzungsmittel. Aber es hilft mir eben dabei, mit einer gesünderen Routine unbelastet in den Tag zu starten. Allerdings ist AG1 nicht nur für meinen individuellen Anwendungsbereich geeignet, sondern bietet auch noch viele weitere gesundheitliche Vorteile, über die ihr mehr erfahren könnt, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Dort erfahrt ihr auch weitere Details darüber, welche Inhaltsstoffe genau welchen Nutzen bringen und wie sie optimal aufeinander abgestimmt sind, um Synergieeffekte und eine hohe Bioverfügbarkeit zu erzielen. Fakt ist, AG1 ist keto-freundlich und die wertvollen Mikronährstoffe wurden aus echten, natürlichen, veganen Nahrungsmitteln wie Erbsen oder Soja gewonnen, ohne künstliche Zusatzstoffe. Außerdem schmeckt es auch noch gut. Mir zumindest.
Natürlich darf man es wie alles nicht überdosieren, sollte auf Allergene achten und vor allem nicht einnehmen, wenn man schwanger ist oder stillt. Ich empfehle euch auf jeden Fall mal eine Ernährungsberatung zu machen, um festzustellen, was genau ihr braucht, um euch besser zu fühlen und gesünder zu leben. Mir persönlich hilft die oben genannte Kombination mit AG1 am besten, denn es deckt meiner Ansicht nach die meisten Fälle zufriedenstellend ab. Passend dazu bietet AG1 unserer Community sogar ein besonderes Angebot. Wenn du auf den Link in der Videobeschreibung klickst, erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis. Neukunden erhalten außerdem das AG1 Welcome Kit inklusive schicke Aufbewahrungsdose und einen praktischen Shaker. Das Ganze ist ein Abo ohne Laufzeitbindung. Du kannst es jederzeit nach Belieben anpassen, pausieren oder kündigen. Also, worauf wartest du noch? Probier AG1 doch einfach mal ganz unverbindlich aus. Unterstütze auch deine Ernährung auf einfache und gesunde Weise. Wann immer es in der Welt Spannungen gibt, sind die USA nur selten nicht mittendrin. Es ist das, was viele die Illusion nennen, dass sie der Polizist der Welt seien. Eine Art Sheriff im globalen Wilden Westen. Fakt ist jedoch, dass das US-Militär heute praktisch das einzige ist, das sich in der Lage sieht, Truppen und Ausrüstung einigermaßen schnell und in großem Umfang in praktisch jeden entlegenen Winkel der Erde zu verlegen. Und es überrascht nicht, dass diese logistische Kapazität ihnen einen großen Einfluss verleiht. Einerseits ermöglicht sie es ihnen, direkt in jeden Konflikt einzugreifen. Andererseits können sie jederzeit jede ausländische Regierung unterstützen. Der Krieg in der Ukraine ist ein gutes Beispiel dafür, aber das müssen wir wohl hier nicht weiter ausführen. Denn wenn wir darüber nachdenken, hat es Uncle Sam geschafft, der ukrainischen Armee inmitten der russischen Offensive schnell und große Mengen an Waffen, Munition und Nachschub aller Art zu liefern, so dass sie sich verteidigen kann. Aber natürlich wurden all diese Kapazitäten nicht über Nacht geschaffen. Vielmehr handelt es sich um ein Ziel, das seit den 1940er Jahren angestrebt wird, als Präsident Franklin D. Roosevelt die Idee vorantrieb, dass die USA zum Arsenal der Demokratie werden sollten. Eine Idee, die mehr oder weniger stark und vielleicht mit Donald Trump als einzige Ausnahme von allen bisherigen US-Präsidenten beibehalten wurde. And until the world can develop a reliable system of international security, the free people have no choice but to keep their arms near. We furnished most of the money, most of the arms, most of the men to help other nations defend their freedom. The strength of our national defense must be restored so that we can pursue prosperity and peace and freedom while maintaining our commitment to the truly needy. And later this week, I'm going to ask the United States Congress for unprecedented support package. Im Allgemeinen war dies sowohl für Demokraten als auch für Republikaner schon immer eine Priorität. In gewisser Weise könnte man sagen, dass sich von Roosevelt bis Biden, und wir müssen uns vergegenwärtigen, wie stark sich die Welt seitdem verändert hat, die Formel für amerikanischen Einfluss in der Welt konstant geblieben ist. Ein bisschen Diplomatie, eine Menge Waffen und eine Prise: Ich kann vor dem Pizzaboten bei euch sein. All das hat natürlich zu milliardenschweren Militärausgaben geführt und auch zur Finanzierung vieler Konflikte auf der ganzen Welt. Tatsache ist, dass die US-Regierung für diese letzte Mission Regeln hat, die bei der Lieferung von Militärgütern in ein anderes Land eingehalten werden müssen. In erster Linie geht es um den Foreign Assistance Act. Dieses Gesetz erlaubt es der US-Regierung, finanzielle und materielle Hilfen, einschließlich militärischer Hilfe, an ausländische Länder zu leisten, um wenig überraschend ihre eigenen Interessen zu fördern. Nun stellt sich die Frage, wie diese Unterstützung durchgeführt wird. Nun, dazu gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten. Erstens durch die sogenannten Foreign Military Sales. Bei diesem Verfahren genehmigen die USA den Verkauf von sensiblen Gütern an verbündete Länder. Mit anderen Worten, es handelt sich um kommerzielle Geschäfte, um Fabrikaufträge, die aber vom Verteidigungsministerium vermittelt werden. Zweitens gibt es das sogenannte Foreign Military Financing. In diesem Fall finanzieren oder subventionieren die USA in Übereinstimmung mit den Kriterien des Außenministeriums direkt den Kauf neuer US-Militärgüter durch andere Länder. Und drittens gibt es die Presidential Drawdown Authority. Diese erlaubt den direkten Transfer militärischer Ausrüstung aus dem US-Bestand. Wenn der Präsident feststellt und den Kongress darüber informiert, dass a. ein unvorhergesehener Notfall vorliegt, der sofortige militärische Hilfe für ein fremdes Land erfordert und b. der Notfallbedarf nicht unter der Autorität des Exportkontrollgesetzes oder eines anderen Gesetzes mit Ausnahme dieses Abschnitts gedeckt werden kann, kann er die Entnahme von Verteidigungsgütern aus den Beständen des Verteidigungsministeriums in einem Gesamtwert von nicht mehr als 100 Millionen Dollar pro Fiskaljahr anordnen. Abschnitt 506a1 des Foreign Assistance Act. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass diese Zahl ein bisschen klein ist. Das liegt daran, dass dieses Gesetz schon einige Jahre auf dem Buckel hat.
So wurden seit den 1960er Jahren etwa 20 Änderungen verabschiedet, um die Obergrenzen für Transfers zu ändern. Im Jahr 2020 lag diese Zahl bei 11 Milliarden Dollar. Aber bei der Differenzierung zwischen ausländischen Militärverkäufen, ausländischer Militärfinanzierung und direktem Transfer handelt es sich nicht nur um eine Formsache. Denn wie wir gleich sehen werden, handelt es sich um etwas, das in Washington eine zunehmend hitzige Debatte ausgelöst hat. Die immer zahlreicheren militärischen Konflikte zwingen Washington dazu, seine Wetten neu zu mischen. Die Frage ist also, welche Anforderungen stellen die Ukraine, Israel und Taiwan heute an die US-Militärhilfe? Ist das Weiße Haus in den anhaltenden militärischen Spannungen nicht überfordert? Nun ja, meine lieben Zuschauer, dafür müssen wir Punkt für Punkt vorgehen. Denn die Wahrheit ist, dass jedes Dossier, das in die Hände von Biden und seinen Beratern gelangt, seine eigenen individuellen Probleme mit sich bringt. Fangen wir also mit dem Fernen Osten an. Taiwan, der Preis der Abschreckung. Die chinesischen Meere waren in puncto militärischer Abschreckung in den letzten 10 Jahren die oberste Priorität des Außenministeriums. Ironischerweise ist dies die einzige Region, in dem sich die Interessen der USA zumindest im Moment noch nicht in einem aktiven Konflikt befinden. In diesem Fall unterscheidet sich die Verteilung und Zuteilung von militärischer Ausrüstung an Taiwan stark von der Zusammenarbeit mit der Ukraine und Israel. Zunächst einmal ist die Insel selbst kein unabhängiges Land, zumindest nicht in den Augen Pekings. Für das Regime Xi Jinpings ist die Beziehung zwischen den USA und Taiwan so etwas wie die Beziehung zwischen einem souveränen Land und einer chinesischen Provinz. Und das zwingt die Amerikaner dazu, bei der Zuteilung von Geldern und militärischer Ausrüstung eine Menge juristischer Tricks anwenden zu müssen. Zweitens ist der Einsatz aus Taiwanstraße einzigartig, da es sich hier um einen Inselkrieg handelt, bei dem die Marine und die Luftwaffe absolut entscheidend sind. Ganz im Gegensatz zum Beispiel zur Nützlichkeit der Bodeninfanterie im israelischen und ukrainischen Krieg. Es geht also darum, dass sich die USA seit 1979 dazu verpflichtet haben, Taiwan und, das ist ein wörtliches Zitat, Verteidigungsartikel und Verteidigungsdienstleistungen in der Menge zur Verfügung zu stellen, die erforderlich ist, damit Taiwan ausreichende Selbstverteidigungsfähigkeiten aufrechterhalten kann. Diese Formulierung ist ausdrücklich im Taiwan Relations Act festgelegt, der vom damaligen Präsidenten Jimmy Carter unterzeichnet wurde. Seitdem wird die militärische Zusammenarbeit mit Taiwan durch Foreign Military Sales geregelt. Mit anderen Worten, Taiwan ist ein relativ wohlhabendes Land, das für seine Waffenkäufe bezahlen kann. Was es also vor allem braucht, ist der Zugang zu moderner Ausrüstung. Seit Jahrzehnten sind die US-Waffenverkäufe an Taiwan der sichtbarste Beitrag der USA zu Taiwans Verteidigungsfähigkeit. In den Jahren 2020 und 2022 war Taiwan der größte Abnehmer von US Foreign Military Sales. Von 1950 bis 2022 war es der viertgrößte Abnehmer. In den letzten Jahren hat diese Form der Zusammenarbeit mit Taiwan allerdings viele Zweifel an ihrer Wirksamkeit aufkommen lassen, vor allem aus 2 Gründen. Zunächst einmal gibt es ein Zeitproblem. Es dauert Jahre, bis die Bestellungen geliefert werden. Kürzlich wurde bekannt, dass potenzielle Verkäufe im Wert von 19 Milliarden US-Dollar in der Pipeline sind, von denen einige bis ins Jahr 2016 zurückreichen. Diese lange Zeitspanne ist unvereinbar mit einem unmittelbaren Gefühl der Bedrohung. Taiwan auf diese Weise aufzurüsten bedeutet, dass es Jahre dauern kann, bis die Ausrüstung geliefert wird und einsatzbereit ist. Zum Beispiel wickeln die USA schon seit 2019 den Verkauf von mehr als 60 F-16-Kampfflugzeugen für Taiwans Luftstreitkräfte ab. Und erst im September 2023 erklärte der Flugzeughersteller Lockheed Martin, dass er seine Anstrengungen verstärken werde, um wenigstens bis Ende 2025 etwa 4 F-16 pro Monat produzieren zu können. Und wenn wir bedenken, dass dieses Unternehmen auch mit Einkäufen aus anderen Ländern wie der Slowakei und Bahrain zu tun hat, ist der Strom von F-16-Fightern nach Taiwan natürlich langsamer als eine arthritische Schildkröte. Aber das, meine lieben Zuschauer, ist noch nicht alles. Ein potenzieller Krieg in der Straße von Taiwan würde einen noch nie dagewesenen logistischen Einsatz erfordern. Die Anstrengungen müssten sich darauf konzentrieren, eine Blockade der Insel durch die chinesische Marine zu verhindern, eine ständige Nachschublinie mit den westlichen Verbündeten zu gewährleisten und gleichzeitig den feindlichen Landungsversuch zu verhindern oder zu vereiteln. Das Problem, um diese Ziele zu erreichen, sind Fähigkeiten erforderlich, die nicht gut zu der Ausrüstung passen, die das taiwanesische Militär anschafft. Wir werden über dieses Problem hier auf Visualpolitik schon bald ein separates Video drehen. Also vergesst bitte nicht das Abo, falls es euch interessiert. 6. März 2023. Taiwan braucht eine neue Verteidigungsstrategie, um mit China fertig zu werden. Amerikanische Experten kritisieren, dass Taiwan zu viel für teure Güter ausgebe. Anstatt große Schiffe, Flugzeuge und Panzer zu kaufen und zu bauen, die von chinesischen Raketen leicht ausgeschaltet werden können, sollte Taiwan ihrer Meinung nach Munitionsreserven anlegen und billigere, mobilere Waffen kaufen. Die Strom- und Verteidigung fackelt Taiwans Militär ab.
Taiwan sollte seine bestehenden Streitkräfte und alle zukünftigen Investitionen überprüfen. Ein großer Teil seines Sicherheitsbudgets wird für Fähigkeiten verwendet, die die ersten Minuten eines Krieges nicht überleben oder die kaum in der Lage sind, eine Invasion abzuwehren. Nach den Erfahrungen in der Ukraine hat Washington begonnen, die Verteidigung Taiwans sehr viel ernster zu nehmen, damit die mangelnde Abschreckung aufgrund von Unvorbereitetheit nicht zu einer Invasion führt, die die USA zum Krieg zwingt. Genau aus diesem Grund teilte Biden dem Kongress im September 2023 mit, dass er seine präsidialen Befugnisse nutzen würde, um das Modell der Militärhilfe für die Insel teilweise zu ändern. So wird die Regierung Biden direkte Lieferungen von militärischer Ausrüstung aus den eigenen Beständen der US-Streitkräfte vornehmen. Dies wird nicht nur einige wichtige Lieferungen beschleunigen, sondern den Amerikanern auch enorme Macht geben, um zu entscheiden, was in die Meerenge geschickt wird und damit die taiwanesische Strategie beeinflussen. Und die Frage ist, inwieweit die Kriegserfahrungen in der Ukraine etwas damit zu tun haben. Passt gut auf, denn die Verbindung zu Kiew könnte den Ausschlag dafür gegeben haben, dass Taiwan auf Platz 1 der Prioritätenliste steht. Ukraine, wenn es hart auf hart kommt. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass die USA seit der russischen Invasion in der Ukraine eine riesige Menge an Waffen nach Europa geschickt haben. Wir sprechen hier vom größten Hilfsplan für den alten Kontinent seit dem Marshallplan. Seit dem Beginn der russischen Invasion im Februar letzten Jahres haben die USA der ukrainischen Regierung mehr als 75 Milliarden Dollar an Hilfe zukommen lassen. Natürlich wurde ein großer Teil dieser Hilfe dazu verwendet, eine gigantische Menge an Waffen und Munition zu liefern. Allerdings ist die Solidarität der USA möglicherweise nicht unbegrenzt. Viele Republikaner des Trumpschen Flügels sind der Meinung, dass die Hilfe für Kiew übertrieben sei. 27. Oktober 2023. Zweifel an der Ukraine-Hilfe. Johnson will sie aus dem Gesetzentwurf zur Unterstützung Israels streichen. Wir werden sie nicht im Stich lassen, fügte Johnson, der Sprecher des Repräsentantenhauses, über die Ukraine hinzu. Aber wir haben eine Verantwortung als Verwalter des wertvollen Schatzes des amerikanischen Volkes. Und wir müssen sicherstellen, dass das Weiße Haus den Menschen eine gewisse Rechenschaft über die Dollars gibt. Die Regierung Biden möchte, dass der Kongress weitere 61 Milliarden Dollar für die Ukraine bewilligt. 61 Milliarden sind eine Menge Geld, aber eigentlich handelt es sich gar nicht um einen so großen Betrag, zumindest nicht für die riesige US-Wirtschaft. In mancher Hinsicht war der Krieg in der Ukraine für die USA relativ billig, vor allem wenn wir die Ergebnisse berücksichtigen, die diese Hilfe hervorbringt. Jeder Dollar in der Ukraine wird mit einem riesigen Hebel für die USA eingesetzt. Und denkt daran, dass nicht nur wir das sagen, sondern selbst der republikanische Senatsvorsitzende Mitch McConnell. If you look at the Ukraine assistance, wenn ihr euch die Ukraine-Hilfe anschaut, lasst uns darüber reden, wohin das Geld wirklich fließt. Ein beträchtlicher Teil davon wird in den USA in 38 verschiedenen Staaten ausgegeben, um die Waffen, die wir in die Ukraine geschickt haben, durch modernere Waffen zu ersetzen, damit wir unsere industrielle Basis wieder aufbauen können. Es fällt mir schwer, daran etwas auszusetzen. I have a hard time finding anything wrong with that. Und was den politischen Pragmatismus angeht, er hat recht. Wenn wir über Realpolitik sprechen, erweist sich dieser Krieg für die USA als sehr billig. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt hat er nur 0,18% der Ausgaben für militärische Ausrüstung und 0,3% der Gesamtausgaben verursacht. Aber warum scheinen dann so viele Republikaner so große Probleme damit zu haben? Nun, das Problem ist, dass ihre Einwände eigentlich gar nicht direkt mit der Militärhilfe selbst zusammenhängen, sondern mit den Bedingungen, unter denen sie geleistet wird. Ihr müsst nämlich verstehen, dass vom ersten Tag an Biden die präsidiale Autorität für das ausländische Militärfinanzierungsprogramm für Waffenlieferungen an die Ukraine innehat. Das ist auch ganz logisch, denn die Waffen mussten so schnell wie möglich geliefert werden, ansonsten wäre Russland mit der Invasion durchgekommen. Das Problem ist allerdings, dass dies dazu geführt hat, dass die Transparenz nicht so groß ist. Es gab nur wenige Informationen über Fracht, Lieferungen und Lieferanten. In gewisser Weise wurde die Hilfe unter einer Art Grauschleier geleistet, was die Republikaner scharf kritisiert haben. Aber denkt mal einen Moment darüber nach. In Anbetracht des Krieges, der gerade geführt wird, wäre es für die USA vielleicht nicht sehr sinnvoll gewesen, die erfolgten Lieferungen öffentlich und detailliert anzukündigen. Eine gewisse Geheimhaltung verschafft einem im Krieg ja schon einen Vorteil, oder? Aber ein weiterer Kritikpunkt besteht darin, dass die Transfers die eigenen Waffenbestände des US-Militärs zu stark reduziert hätten. Und diese könnten angesichts des aktuellen Produktionsniveaus der US-Militärindustrie erst nach einiger Zeit wieder aufgefüllt werden. Und darüber hinaus verbinden die Republikaner die Militärhilfe auch noch mit innenpolitischen Forderungen, nämlich bezüglich der Grenzsicherung gegenüber Mexiko.
Sie machen Ihre Zustimmung zur Militärhilfe also vom Entgegenkommen der Demokraten in der Einwanderungsfrage abhängig. Und Tatsache ist, dass all diese wachsenden politischen Spannungen zusammen mit einer gewissen Kriegsmüdigkeit dazu geführt haben, dass die Amerikaner, insbesondere die Republikaner und Unabhängige, die weitere Zusammenarbeit mit der Ukraine immer weniger unterstützen. Natürlich bereitet dies der Regierung Biden am Vorabend eines neuen Wahljahres noch größere Kopfzerbrechen. Und als wäre das nicht schon genug, haben die USA seit dem 7. Oktober auch noch einen neuen Konfliktherd am Hals. Also, wohin steuern die USA im Gaza-Krieg und ist dieser Konflikt eine Art vergifteter Apfel für die Regierung Biden? Hört jetzt gut zu. Israel, der letzte Tropfen. Wie sagt es bereits der Volksmund? Ein Unglück kommt selten allein. Wenn die Dossiers und Treffen im Pentagon schon den Forderungen von Taipeh und Kiew nicht gerecht werden konnten, stellte der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober den letzten Strohhalm dar. Außenminister Antony Blinken muss sich jetzt nicht nur mit der neuen Zusammenarbeit mit Taiwan und den wachsenden Spannungen im Zusammenhang mit einer hypothetischen chinesischen Invasion auseinandersetzen. Nein, er muss auch der Drohung der Republikaner, die Finanzmittel für die Ukraine zu blockieren, und mit dem, was der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu als Israels zweiten Unabhängigkeitskrieg bezeichnet hat, auseinandersetzen. Dennoch ist der Weg zumindest in diesem Fall besser vorgezeichnet. Die USA und Israel sind sehr enge Verbündete und seit November 1983 gibt es eine gemeinsame politisch-militärische Gruppe, die jährlich Hilfsprogramme zwischen den beiden Ländern ausarbeitet und beschließt. All dies geschieht in der Regel durch vom Kongress genehmigte Abkommen oder in bescheideneren Fällen auf administrativer Ebene, wie bei der Weitergabe von überschüssigen Waffen. Tatsächlich ist Israel das Land, das in den letzten 10 Jahren die meisten militärischen Überschüsse von den USA erhalten hat. Weit, weit mehr als die Fähigkeiten, die im Rahmen dieses Systems an Taiwan oder die Ukraine übertragen wurden. Darüber hinaus hatten die USA nach offiziellen Angaben bis Oktober 2023 fast 600 Verträge mit Israel über F-35-Kampfflugzeuge, CH-53K-Schwergut-Hubschrauber, KC-46A-Tankflugzeuge und präzisionsgelenkte Munition. Und die Finanzierung dieser Lieferverträge übernimmt in vielen Fällen der US-Steuerzahler. Um euch eine Vorstellung davon zu geben: Es wird geschätzt, dass die USA Israel seit 1948 mehr als 130 Milliarden Dollar an bilateraler Hilfe zur Verfügung gestellt haben. Und wenn man die Inflation berücksichtigt, wären dies zu heutigen Preisen etwa 260 Milliarden Dollar. Aber selbst das ist natürlich noch nicht alles. Wie wir euch hier auf Visualpolitik bereits berichtet haben, hat die Regierung Biden ihre Anstrengungen sogar noch verstärkt, weil die Gefahr besteht, dass sich ein größerer Konflikt entwickelt, in den die Hisbollah, Syrien oder sogar der Iran verwickelt sind. Sie schickt starke Truppenkontingente und Schiffsverbände direkt in die Region und erhöht auch die militärische Unterstützung Israels. Wir reden über ein zusätzliches Hilfspaket von mindestens 14 Milliarden Dollar. Ihr seht also, das sind die drei heißesten und zugleich kältesten Konflikte, in denen Washington bis zum Halse steckt. Und es ist lange her, dass das US-Militär in Bezug auf seine Munitions- und Waffenvorräte so stark unter Druck stand. Und die Frage ist, inwieweit sollten die USA eurer Meinung nach Taiwan, die Ukraine und Israel unterstützen? Welche Priorisierung würdet ihr wählen? Wie immer sind wir auf eure Sichtweise und Kommentare zu diesem Thema schon mächtig gespannt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr vielleicht etwas dabei gelernt habt. Falls ja, gebt uns bitte ein Like und teilt es mit euren Freunden, um es auch mit ihnen zu diskutieren. Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über eine Spende von euch, mit uns hilft, dieses Projekt weiterzuführen und Katzenfutter zu kaufen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Macht's gut und bis bald.